Moin Moin, ich habe heute wieder eine Rezension für euch und zwar möchte ich mit euch heute über Herz auf Eis von Isabelle Autissier sprechen. Das Buch ist im Goldmann Verlag erschienen, kostet 10 Euro als Taschenbuch und hat etwa 250 Seiten, ja 240 Seiten. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage daher vielen lieben Dank an den Goldmann Verlag. Ich finde das Cover wunderschön. Weniger ist mehr manchmal, ne? Man sieht so in Nebel hinten einen Eisberg schwimmen und dieser Schriftzug, der glänzt metallisch, eisig blau halt. Ja, worum geht es hier? Wir treffen hier auf ein Pärchen, ein Ehepärchen mittleren Alters, deren ja, Leben so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Sowohl in der Beziehung als auch in deren Leben geht nicht mehr so viel. Und sie wollen irgendwie neuen frischen Wind reinbringen und das Leben mehr genießen. Und sie nehmen sich ein Sabbatjahr und kaufen sich ein Segelboot und wollen die Welt besegeln. Und das klappt zunächst auch wunderbar. Sie lernen neue Länder, die Leute, die Kulturen kennen und finden sich auch wieder in der Beziehung. Dann, kurz vor Ende der Reise, wollen sie noch eine Insel anfahren, die eigentlich unter Naturschutz steht. Das ist eine eisige Insel südlich von Kap Hoorn, glaube ich. Und mit mehreren Gletschern und dort soll eben wunderschöne Natur sein und sie bekommen halt eben den Insider-Tipp, doch da einfach mal hinzufahren, verbotenerweise. Und sie wollen da wunderschöne ja, Fotos schießen. Sie, die Frau in der Beziehung, ist auch eine leidenschaftliche Bergsteigerin, kraxelt also auch sehr gerne und er macht da hin und wieder auch ganz gerne mit. Also sie sind beide schon abenteuerlich veranlagt. Und sie sind halt eben auf dieser Insel, als plötzlich das Wetter umschlägt. Und sie warnt ihn noch und sagt, lass uns doch lieber umkehren. Er meinte, kleinen Moment noch, lass uns doch noch einmal diesen Gletscher anschauen, der uns empfohlen wird. Dann ist es aber tatsächlich zu spät. Sie müssen Unterschlupf suchen in so einer alten, verrosteten Walfangstation und dort eine Nacht verbringen. Und am nächsten Tag müssen sie mit Schrecken feststellen, dass ihr Boot verschwunden ist aus der Bucht, dass es einfach weg ist. Sie haben zwar noch ein so ein Gummi, altes Gummi, Quatsch, nicht ein altes, sondern ein kleines Rettungsboot, mit dem sie dann halt so ein bisschen die Bucht abfahren, ob sie vielleicht ihr Schiff noch finden, das sie mit verankert hatten, aber es ist verschwunden. Tja, und jetzt geht's ab da eigentlich ums nackte Überleben, denn es ist kalt dort, es ist eisig, sie haben kaum Proviant, sie haben kaum Schutz, außer in dieser Walfangstation. Dort suchen sich halt alles ja, Nötige zusammen. Es ist aber alles klamm und alles verrostet und alles nicht luftdicht, nicht wetterfest. Und ja, sie richten sich zunächst ein und versuchen, ja, den Kopf zu bewahren und legen SOS aus in der Bucht und haben spezielle Pläne, wie sie sich ernähren können. Aber nach und nach merken sie, dass sie dort wahrscheinlich überwintern müssen, weil da einfach keiner hinkommt, keiner weiß, wo sie sind. Ja, und jetzt geht es halt darum, wie sie da überleben und wie ihre Beziehung zueinander sich entwickelt in diese Extremsituation. Hier steht auch hinten drauf, was wird aus der Liebe, wenn es ums nackte Überleben geht? Also das Ganze ist sehr abenteuerlich zwar, aber auch sehr psychologisch, was in dieser Beziehung zwischen denen entsteht und wie das auch ein Hin und Her gibt. Also die beiden lieben sich tatsächlich und manchmal, man sagt ja auch immer, diese Extremsituationen schweißen zusammen. Und das stimmt zwar hier auch, aber manche Extremsituationen lassen sie auch gegeneinander kämpfen, wortwörtlich. Sie sind sehr, sehr unterschiedliche Personen. Er ist ein Macher. Er ist sehr leidenschaftlich, sehr extrovertiert und denkt aber nicht immer nach. Er macht einfach. Und sie ist eine sehr vernünftige, ein Kopfmensch, die sehr still ist, aber auch sehr überlegt handelt.
Und das passt manchmal in manchen Situationen überhaupt nicht zueinander. Besonders wenn man eben an einen Strang ziehen muss oder auch manchmal sehr schnell handeln muss. Und dann geht es natürlich schnell um Schuldzuweisungen. Wer hat die richtige Entscheidung gefällt, wer die falsche? Wessen Schuld ist das, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist? Da es sehr, sehr dünn ist, möchte ich nicht, ja, erzählen, welche Situationen hier auftreten, weil es eben man das selbst erleben muss. Ich kann sagen, es ist schon harter Tobak. Ja, wie sie halt eben ihr Essen beschaffen. Es ist sehr brutal, beziehungsweise es ist so beschrieben, wie es nun mal ist. Sie müssen sich eben Fleisch besorgen bei diesen Pinguinen und wie sie da vorgehen. Das ist nun mal sehr rabiat, aber das zeigt eben, was der Hunger ja, mit einem macht, beziehungsweise es ist ja im Grunde auch der Lauf der Natur. Wir sind nun mal Jäger und Gejagte. Und ja, aber mehr möchte ich nicht sagen, nur wie das Buch aufgeteilt ist. Es gibt nämlich einmal den Teil, der heißt Dort. Und dann gibt es den nächsten Teil, der heißt Hier. Und dort und hier, dort heißt eben auf dieser Insel und hier heißt in unserer Zivilisation wieder zurück. Denn nach 150 Seiten ist das Abenteuer von denen zu Ende. Wie auch immer es ausgegangen ist, möchte ich jetzt nicht erzählen. Und im Hier wird eben darüber gesprochen, wie die Medien, wie die Gesellschaft damit umgehen, mit diesem Abenteuer, als sie das erfahren. Da kommt dann auch besonders der gesellschaftskritische Teil zu tragen. Also ich würde es in drei Worten beschreiben, dieses Buch. Es ist abenteuerlich, es ist sehr psychologisch, eben durch diese Beziehungsebene, und es ist gesellschaftskritisch, eben besonders im letzten Teil. Aber man könnte noch viele andere Adjektive sagen. Es ist sehr eisig, es ist schockierend und ja, also ich war sehr, sehr gefesselt an diese Geschichte, an dieses Abenteuer. Und bis zu den 150 Seiten war ich auch sehr positiv von diesem Buch angetan. Dann kam eben der Sprung zu diesem Hier und Jetzt, wie die Medien damit umgehen. Und den Teil fand ich ein bisschen zu lang. Also es waren fast 100 Seiten, ich glaube so um die 80, 90 Seiten noch, wo der Teil erzählt wurde. Und ich dachte, was soll denn jetzt noch kommen? Also klar, es ist, finde ich das interessant und ich finde auch gut, dass es nicht ausgelassen wurde, weil oft bei diesen Abenteuerromanen ist ja, okay, das Abenteuer ist vorbei, Ende aus Mickey Maus. Aber hier wird noch der Rattenschwanz, der danach hinterher hängt, erzählt. Und das fand ich gut, aber ich fand ihn zu lang. Fand ich ein bisschen schade, weil eigentlich hätte ich gerne dem Abenteuer noch ein bisschen länger beigewohnt und ja, da hätte man noch einige Szenen drin einbauen können. Ja, das finde ich, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt. Die Schreibweise fand ich zunächst auch gewöhnungsbedürftig, weil sie distanziert und sehr trocken geschrieben wird, also ohne viel Gefühl zunächst und ohne viel Gedanken von den Charakteren zu bekommen. Also wir haben tatsächlich auch mal Gedanken von dem Mann und auch mal von der Frau geschildert bekommen, aber so richtig die Gefühlswelt erleben wir gar nicht so sehr. Also aber gerade durch dieses Trockene, wie das hier geschrieben wird und dieses Distanzierte, finde ich, wird man als Leser selbst angespornt, die Gefühle dazuzufügen oder ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Jedenfalls zu Anfang fand ich, ich komme gar nicht so richtig rein und ich finde auch beide nicht richtig sympathisch und auch bis zum Schluss fand ich jetzt beide nicht unbedingt sympathisch, aber auch nicht unbedingt Hasscharaktere. Ja, es ist auf jeden Fall speziell und man kann darüber sehr viel reden. Ich kann jetzt ja leider nicht spoilern und kann gerade das Ende und was auf dieser Insel passiert, darüber kann man sehr viel diskutieren. Und das kann ich in dieser Rezension ja nicht, weil ich euch das nicht vorwegnehmen möchte. Aber das Schöne ist, dass wir dieses Buch hier in einem Live-Chat besprechen werden und dort werden wir einen spoilerfreien Teil haben, aber eben auch einen Spoiler-Teil, wo wir ins Detail gehen werden und auch ja, diese Konflikte besprechen werden. Da freue ich mich extrem drauf. Da möchte ich nämlich jetzt einmal auf unseren, ja, auf unser neues Live-Chat-Projekt
hinweisen, dass wir euch gerade erst in einem Live-Chat vorgestellt haben. Und zwar die liebe Steffi vom Kanal Seitengeist, die liebe Melanie vom Kanal Männerli liest. Wir machen jetzt immer viermal im Jahr einen Live-Chat über Bücher, die wir zusammen lesen und dann halt eben zusammen besprechen. Und wir kündigen immer die Lektüre auch vorher an, damit ihr die Bücher auch lesen könnt, auch im Chat mitreden könnt. Und das ist eben unser erstes Buch, was wir besprechen wollen. Und zwar Mitte, Ende Januar wird unser Live-Chat online kommen. Und dort könnt ihr dann eben mitdiskutieren. Und da werden wir halt auch eben übers Ende sprechen. Und da freue ich mich extrem drauf, weil da ist Erklärungs- und Diskussionsbedarf auf jeden Fall dabei. Ich habe von diesem Buch Positives und Negatives gehört in beide Richtungen. Es ist aber auf jeden Fall ein extremes Buch. Und das finde ich eigentlich gut, dass dieses Buch so ein bisschen ja anregt, auch zu diskutieren, weil es nicht eben ja so Mainstream ist. Das finde ich toll und ich freue mich sehr und ich hoffe, dass ihr zahlreich dabei seid. Ich werde euch auch den Live-Chat, wo wir unser Projekt angekündigt haben, auch unten nochmal in der Infobox verlinken. Und wenn ihr auch das Buch nicht lesen wollt, aber trotzdem gespannt seid, wie das denn ausgegangen ist, dann kann ich euch auch diesen Live-Chat empfehlen. Sobald er online gegangen ist, werde ich den hier auch unter der Infobox verlinken, aber das ist halt noch ein bisschen hin. Ihr habt jetzt noch ein bisschen Zeit, eventuell zu lesen, wenn ihr Lust habt oder nicht. Ja, das war's zu meiner Rezension. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare, wenn ihr schon das Buch gelesen habt und wenn ihr ja, dazu etwas zu erzählen habt. Wenn ihr spoilern möchtet, wenn ihr etwas zum Ende sagen möchtet, dann bitte kennzeichnet das, damit wir diejenigen, ja, nicht denjenigen nicht die Freude nehmen, die das Buch noch lesen möchten. So, das war's nun aber. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.